Gewaltkriminalität nimmt in Deutschland wieder deutlich zu. Vor allem Fälle gefährlicher und schwerer Körperverletzung, wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf die Kriminalstatistik 2016 berichtet. Insbesondere Jugendliche fallen häufiger bei Gewalttaten auf. Aber auch Zuwanderer haben einen Anteil daran. Bundesinnenminister de Maizière will die Zahlen morgen in Berlin offiziell vorstellen. Wohnungseinbrüche. In der Kriminalstatistik 2015 verzeichneten sie noch einen Anstieg. Doch von 2015 auf 2016 ist die Anzahl dieser Straftaten seit vielen Jahren erstmals gesunken, um 9,5%. Einen Zuwachs hingegen gab es bei der Gewaltkriminalität um 6,7%. Insbesondere Jugendliche fallen hier häufiger auf. Der CDU-Innenexperte Bosbach meint, diese Zahlen seien nicht überraschend. Wir erleben ja leider schon seit einiger Zeit, dass Konflikte immer vermehrt, nicht mit Worten, sondern mit Gewalt ausgetragen wird. Wo früher geschubst wurde, wird heute geschlagen. Wo früher geschlagen wurde, benutzen heute nicht wenige eine Waffe. Noch ein anderer Aspekt in der Kriminalstatistik wird dieser Tage debattiert: Zuwanderer. Denn die Zahl tatverdächtiger Zuwanderer, mit Zuwanderern meint die Statistik vor allem Asylbewerber und Geduldete, ist um 52,7% auf 174.000 gestiegen. Darunter Taschendiebstahl, das Erschleichen von Leistungen, aber auch Gewaltdelikte. Der Anteil der Zuwanderer an der gesamten Zahl der Tatverdächtigen liegt bei 8,6%. Die ehemalige Polizistin und grünen Innenpolitikerin Mihalic weist darauf hin, dass viele der Straftaten in Flüchtlingsunterkünften begangen würden und unter den Zuwanderern überproportional viele junge Männer seien. Bei jungen Männern unter 30 Jahren, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von der Nationalität, das ist sowieso die Gruppe, die besonders stark durch Kriminalität auffällt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass, wenn die Gruppe an Zuwanderern in dieser Alters- und Geschlechtsgruppe so stark ist, dass dann da auch sozusagen vermehrt Leute durch Straftaten auffallen. Morgen stellt Innenminister de Maizière die Kriminalstatistik offiziell vor. Eine Zahl wird dann gewiss auch auf den Tisch gelegt. Die Bevölkerung in Deutschland ist 2015 und 2016 um rund 1,2 Millionen gewachsen.